Wonder Woman von Patty Jenkins. Das ist ein Film über das Leben von Diana, also der wirklichen Diana, nicht die bekannte Philanthropin aus Großbritannien, die unter journalistischer Feindeinwirkung gegen einen Pfosten gefahren wurde, sondern die echte Diana Prince, Prinzessin von Themyscira, Tochter von Hippolyta. Themyscira ist eine Amazonenrepublik, da haben die Götter Frauen hingestellt, die den Männern erklären sollen, dass immer nur Krieg auch keinen Spaß macht. Und da sind die ein paar tausend Jahre und dann fällt ein Pilot aus dem Ersten Weltkrieg an die Küste von dieser Insel, wird dort aus dem Wasser gezogen, der Erste Weltkrieg stolpert ihm hinterher. Und dann gibt es auf die Mütze, wofür Diana zuständig ist, eben die Prinzessin dieser Amazonenrepublik. Das Interessante an der Backstory von Wonder Woman ist, dass sie tatsächlich zu einer anderen Absicht erfunden wurde, als der, damit einen Haufen Geld zu scheffeln. William Moulton Marston, ein Volkspädagoge und Humanist, kann man sagen, hat sie ungefähr 1940 erfunden, zu einer Zeit, wo in den Vereinigten Staaten von Amerika durch wirtschaftliche und militärische Geschichten es klar war, die Frauen werden andere Sachen machen müssen als Kinderküche, Kirche. Und er wollte ein positives Vorbild erfinden. Und von da an gibt es viele, viele Comics über viele, viele Jahre und gibt auch eine Fernsehserie aus den frühen 70er Jahren und sehr viel Material, sodass in Amerika diese Figur absolut auf Augenhöhe ist mit Superman oder Batman. Hier nicht so bekannt, das wird dieser Film aber wahrscheinlich ändern, denn er ist, falls ich das noch nicht gesagt habe, sehr, sehr gut. Du bist stärker, Diana. Und schlauerweise basieren sie den Film vom Visuellen her, aber auch von dem Geist, der atmet her, auf der besten Periode, der besten Zeit in der Wonder Woman-Geschichte, nämlich George Pérez. Und Pérez ist jemand, der sich eben über das Design ganz neue, ganz tolle Gedanken gemacht hat, die nach 30 Jahren immer noch frisch sind, der diese ganze griechische Welt mit, also die mythische, die Sagenwelt mit einer aktuellen Gegenwarts unserer Welt auf eine interessante Art verbunden hat, der kreativ mit Anachronismen eben umgegangen ist, mit den Rollen seiner Figuren, mit der Psychologie dieser Figuren. Captain Trevor, ich glaube, Sie sind im Besitz von etwas, das General Ludendorff gehört. Naja, die Figuren, mit denen es steht und fällt und damit auch die Darsteller, mit denen es steht und fällt, sind einerseits Steve Trevor. Das ist das männliche Love Interest. Also wir haben hier spiegelverkehrt das, was man halt immer in Heldenfilmen hat. Es gibt irgendwie auch eine Maus, die der Held haben will. Nur da der Held eine Frau ist, ist es halt mäuserig. Und Chris Pine ist ein verdammt fescher Mäuserich. Also der hat schon die blauesten Augen. Und der war ja schon als Captain Kirk bei Star Trek super und er ist hier noch superer. Ich gehöre dem britischen Geheimdienst an. Was ist das denn für ein Ding? Ja, und Gal Gadot, was soll man sagen? Ich verspreche mich schon und sage immer Gott. Gal Gadot, die Frau, die Wonder Woman spielt, ja, das ist Wonder Woman. Du erwartest einen gerechten Kampf? Ein Kampf wird niemals gerecht sein! Der Witz hier ist, wie man das erste Mal seit den Batman-Filmen von Christopher Nolan das Gefühl hat, dass diese DC-Sachen überhaupt ins Kino gehören. Dass sie überhaupt nicht nur so mühsam animierte, relativ steife Starschnitte oder Anatomien von irgendwelchen muskulösen Leuten, die für eine Idee stehen, sind, sondern dass es Menschen sind. Ich kann dich das nicht tun lassen. Also natürlich ist der Film was für Fans. Der Punkt ist nur, dass einige Leute, die da reingehen, rauskommen werden und das dann sind. Das heißt, um es mal ein bisschen in die Allgemeine zu öffnen, ich würde sagen, der Film ist besonders was für Frauen. Für Leute, die Frauen werden möchten, für Leute, die früher mal Frauen waren und für Leute, die sich in irgendeiner Form für Frauen interessieren. Das sind ja dann doch ein paar.